Hallo liebe Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play Projekt. Das ist Warriors Orochi 3 oder 3, wie auch immer. Ja, das ist ein sehr episches Spiel. Ich hab's ja mal schon mal durchgespielt, an manche Schlachten öftermals und manche nicht. Und ja, jetzt würde ich das nochmal gerne 200% nochmal einmal alles normal, um die Charaktere zu zeigen, und dann nochmal alles auf Hardcore, auf Chaos Mode. Dann geht's nicht richtig zur Sache. Und was ich noch sagen wollte, ist, dass es einige Änderungen hier gibt. Ja, ich bin schon Dynasty Warrior Fan schon seit 3, Dynasty Warrior 3. Da war es ja noch alles in Deutsch und ja, die deutschen Synchronsprecher, die sind irgendwie in Südseeurlaub schon seit Dynasty Warrior 4 Empires, da war, das habe ich nur auf Deutsch, und dann kamen die englischen Synchronsprecher. Und die englischen Synchronsprecher, die sind jetzt bis 7 geblieben und Warriors Orochi 2 und hast du nicht gesehen, alles immer die englischen Synchronsprecher, sind mir richtig schon ans Herz gewachsen. Aber jetzt gibt's wieder eine Änderung. Ja, alles ist in Japanisch. Ja, ich musste auch sehr lachen, wo ich das erste Mal hörte. Es war sowas von ungewohnt, und ja, ich dachte, die Synchronsprecher haben sie irgendwas reingepfiffen oder so. Nein, es ist in Japanisch. Aber mit englischen Untertiteln, und da ich fast alle Wörter hier immer kenne, werde ich das auch alles super für euch übersetzen können, ja. Und dann geht's auch dann schon los mit dem Story-Modus. Also, wir sehen uns im Story-Modus. Ja, hier sind wir nun im Story-Modus, und das ist so das erste Intro. So die Einleitung, was alles jetzt auf uns zukommt. Also sehr epische Story, wie schon gesagt. Beste, vor allem Warriors Orochi ist Top 2 und 1 locker. So was Episches, es ist krank. Hammer. Nobunaga und Cao Cao. Ja, hier sind ja auch die Samurai Warriors dabei und Dynasty Warriors und ein paar Gastcharaktere. Sun Jian und Uyasio Hojo, oder wie er heißt. Er hat so einen komischen Namen. Und überall kommt der Schatten. Oder will wer mitessen, okay? Verdammt. Guckt euch das an, wie schnell es dunkel wird und wie Chaos auf einmal überstürzt. Oh Mann. Jetzt kommt er, der Geschichtenerzähler, der hört ihn euch mal an. Ja, es ist strange. Ich kenne ja den Englischen nur, aber egal. Ja, einige Jahre nach dem Krieg gegen den Schlangenkönig Orochi, fanden die Helden von China und Japan sich selber und stellten sich der Bedrohung der Vernichtung nochmal ein weiteres Mal. Ein gigantisches Monster erschien direkt vor ihnen und bedrohte das ganze Land zu verschlingen. Ja, so widerspiegelnd, gigantische Schlange widerspiegelnd mit 8 Köpfen, greift die Burgen an und verschlingt die ganze Städte. Hinzüglich der Dämon Kiyomori-Taira wurde wiederbelebt und hatte ganz viele Truppen versammelt und Volksleute halt hinter ihm, die ihn unterstützen. Und ja, wir zusammenarbeiten gegen die Hydra müssen wir jetzt, und weil die halt they attacked mankind with vengeance.
sie griffen die Menschheit mit Rache an, weil der Kiyo Mori ja besiegt von Warriors Orochi 2, falls ihr es kennt. Diese Menschen, die überlebt haben, die Bedrohung überlebt haben, betrachteten die Vergangenheit und ihre verschiedenen Heimatländer und kamen zusammen als eine Truppe, um die Hydra halt zu zerstören, logischerweise. Wie auch immer, da waren wenige Überlebende nur noch zurückgeblieben. Und ja, wegen der Erwachen der riesigen Hydra. Ja, und jetzt sind die Menschen halt damit beschäftigt, unzählige Niederlagen von der Dämonenarmee einzustecken durch die Hydra. Weil sie halt so krank, ja, ihr habt es ja im Intro auch gesehen. Ja, wenn die Menschen mit so einer hoffnungslosen Situation gestellt werden, gibt es nur eine Lösung, das Hauptlager der Dämonen anzugreifen und die Hydra zu besiegen. Egal wie verzweifelt diese Strategie auch zu scheinen möge. Zusammen die drei Helden, Ma Chao, Sima Chao, Hanbei, Takenaka, haben halt geguckt, wie sie den Plan umsetzen. Und auch wenn es ihr vorbereitet für den Kampf des bis zum Tod bedeuten würde. Oh Mann, das ist ganz schön tricky. Ich bin eigentlich schnell im Übersetzen, aber wenn ich das jetzt so im Let's Play, seid mir auch nichts böse. Ich gebe mein Bestes. So, jetzt sind wir, ciao. Daher sagst du, wir haben. Wir müssen gegen die Hydra, gegen dieses Ding kämpfen, was ganze Burgen zerstören kann. Auch wenn wir nur einen kleinen Hauch des Sieges haben, oder nur einen Funken Hoffnung, wie auch immer, ist da keine andere Wahl mehr. Wir müssen kämpfen, um unsere Zukunft halt zu bewahren. Das ist unsere größte Chance, um zu überleben. Jetzt komm mal, ciao. Gib uns keine Hoffnung, zusammen mit unserer vereinten Stärke werden wir in der Lage sein, uns eine Gelegenheit zu ergattern, das zu machen hier, naja, so ungefähr. Okay, ich nehme an, da ist nicht viel, was wir noch machen können. Okay, lass dann loslegen, so ungefähr. Let's give it a shot, so jede Wendung, Ding. So, wir können hier die Waffen ausrüsten. Ich habe natürlich schon, weil ich schon mal gespielt habe und das nicht blind ist, können wir hier die Items ausrüsten. Ich spiele immer ganz gerne mit Lion's Fang und Chimera Shell und das erhöht die Angriff und Verteidigung beides zusammen. Und könnten wir natürlich Musuno erhöhen, sowas kann man alles einstellen. Oder Leben erhöhen, oder Speed erhöhen. Oder hier, das ist sehr riskant, Angriff steil erhöhen, denn es wird aber die Abwehr geringer. Hier, Angriff wird niedriger, Abwehr wird ganz krank erhöht. Und hier kriegt man halt schneller, die Prophecy, das ist, dass man halt dann mehr, Charge Attacks machen kann und hier ist noch, kann man den Schaden von gegnerischen Offizieren senken und hier natürlich von Pfeil und Bogen, die im Schwer, auf Schwer halt richtig Schaden machen, auch, aber natürlich auch von Ballisten und so, kann man auch runter senken. Ja, und da habe ich natürlich auch schon ein paar ganz gute Waffen, aber wir spielen auch nicht auf leicht, also ist es dann okay. Natürlich fängt es leicht an, weil es ja alles noch Stufe 1 dann, aber es wird natürlich noch härter und ja. Spiel jetzt alle so. Und wir können noch keine Mission annehmen, da wir nur diese Chars in dieser Mission nehmen. Das sind die Anfangschars, ich wollte es einfach mit der Anfangschars spielen, auch wenn ich schon alle habe. Aber im nächsten Part immer anderes werde ich euch zeigen, um halt die Vielzahl des Games euch zu zeigen. Es ist so krank, es gibt über 120 Charaktere, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. So, und ja.
Ich habe selber noch nicht alle gezockt, ein paar werde ich da auch blind zocken, wie zum Beispiel Hanbei. Ich habe den nie gezockt, auch wenn man ihn am in der ersten Mission hatte. Mal schauen, auch nur ein bisschen, aber es macht nichts, Leute. Ja. Darum werde ich die jetzt nur in der ersten Mission verwenden. Ja, und hier können wir gucken. Schlacht. Mal schauen, darf nicht besiegt werden, was sind wir ja selber, also was soll's. Und hier noch ein paar andere Mateng hier, vor allen Dingen den Xiliang Clan von Dynasty Warrior teilen hier Mateng. Und hier ist die Hüter, die wir vernichten müssen, Leute. Und natürlich die Orochi-Typen, die man schon aus Orochi 2 kennt. So, hier könnten wir jetzt theoretisch wählen, aber ich nehme in den jetzt mal die Standardmusik. Sehr episch hier, schon alles zerstörte Landschaft, alles verbrannt durch die Hydra, das ganze Land droht zu verschlingt zu werden von der Hydra, alles wird zerstört, wenn wir sie jetzt nicht aufhalten. Das sieht doch auswegslos aus, oder? Was meint ihr? Ja, wir müssen irgendwie auf den Sieg glauben und ja, müssen um alles kämpfen. Verzweifelte Schlacht, meint er auch schon. Ja, ja, die meinen alle schon, man keine Chance. Wir sind ganz, ja, unterlegen, sagt er. Ja, ja, solches Ding halt. Kann es natürlich nicht alles, es kommt so schnell, kann ich natürlich nicht alles übersetzen. Aber ich hoffe, ihr könnt auch ein bisschen Englisch, könnt das mitlesen oder Standbild machen. Na, egal. Das meist versucht zu übersetzen, ne? Story auf jeden Fall. So, und hier brennt schon alles. WTF, Mensch. Was geht hier ab? Da ist die Hydra. Ja, ja. Brüll, brüll, brüll. Poser, Mann. Nur weil ihr alles zerstören könnt, fühlt sich cool oder was? Vielleicht kriegst du was ab hier vor uns. Wir werden dich vernichten, blöde Hydra, Mann. Bam. In your face, Mann. Natürlich auch mal auf Han bei uns switchen. Kann man auch in Orochi können wir immer drei Charaktere nehmen. Wenn einer ziemlich down geht, dann können wir wieder tauschen und der füllt sich, der down gegangen ist, der füllt sich immer wieder ein bisschen auf, logischerweise. Sonst ist ja wie Dynasty Warriors oder Samurai Warriors. Wir müssen die Ballisten nehmen, sagt Hanbei schon, um die Hydra zu verletzen. Wo sind die Ballisten im Norden, sagt sie mal, ciao. Die sollen wir halt benutzen. So, Hanbei hat schon erst gekillt, dann gehen wir mal auf Simachau, die habe ich schon öfter mal gut in die Erfahrung, nehmen wir mal mit Hanbei. Die Orochi-Typen, die man halt kennt, die Demon-Armee heißt es ja, sollen, ich weiß nicht, ob es Dämonen sind oder Schlangenmenschen, ich habe keine Ahnung, ist ja der Serpent King. Mati ist auch schon down, das ist unser Team, der wurde von der Hydra verkokelt, naja. Jetzt was wir gilt halt für die Hydra. Oh man, da ist sie auch. Die greift ja auch an hier mit Feueratem, wie man es halt von Drachen auch kennt. Oder Schlangen, naja, Schlangen eher nicht. Hydra ist ja Schlangen-Drachen-Mix. Kennt man aus der Herkules-Sage, wo man halt, wo Herkules jeden Kopf dann abschlagen muss. Und das ist ja hier auch so, sie hat hier 8 Köpfe. Müssen jeden Kopf abschießen, naja. Ja, Simachau ist natürlich overpowered, weil ich schon öfter genommen habe, darum werde ich jetzt mal lieber mal Simachau nehmen. Der Simachau kann wie in DW7 immer noch surfen und hast gesehen. Ah, wir müssen Gyuki besiegen, um die Ballista zu sichern und dann die Hydra angreifen zu können. Ja, ja, Hydra, wir haben es begriffen, dass du so ein bisschen overpowered bist. Ach, chill doch, chill. Sollst sich die ganz schönen Länder zerstören, denkt doch nur an die schönen Kirschbäume und Liu Bei, Zhang Fei und Guan Yu sich den Schwur geschworen haben. Ach Leute, muss das denn sein? Muss die Hydra hier alles zerstören? Naja, jetzt aber Hydra, jetzt geht's ans Eingemacht, du wirst so vernichtet werden. Bam, die Ballista von DW7. WTF, kein Schaden, Mann. Ah, doch ein bisschen, seht ihr, wie es runtergeht? Wir sehen uns am Morgen wieder, ne, wenn ich die Hydra gekillt habe. Ist dann nur ein Kopf. Aber ein bisschen geht's ja runter, ne, Leute. Krank. Ja, ist schon ein bisschen krank, ich weiß. Ein bisschen sehr krank. Was geht ab, Mann? Jetzt wird's auch noch rot. Für Angry Mode oder was? Na, chill doch. Oh, bam. Wenn das so weitergeht, geht die Balliste ja auch noch schon. Ah, dabei wollen wir auch nur das Land retten. Darf doch nicht so schwer sein.
Aber es ist ja auch neu hier im Warriors Rage 3, dass man halt so Monster wie Hydra halt als Gegner hat. Das ist ja schon episch, oder was meint ihr? Auch kein Damage mal, aber ein bisschen geht er jetzt schon runter. Und ich meine, wieso, weil ist jetzt noch nicht schwarz. Also chill. Ah, komm schon. Die hat überhaupt keine Schwachstelle, egal wo ich hinziehe. Oh. Das ist nicht gut, sagt Marchau schon. Ja, ja, ich weiß. Kacke, aber was soll man gegen so einen overpowerten Gegner machen? Ich werde nicht aufgehört, wenn meine Kumpanen sich schon aufopfern. So was in Art, sagt man nicht so schnell lesen. Sagt der schon und wurde von Hydro auch vernichtet. Und immer diese japanische Sprache, wie er schon ist. Sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich habe mich schon sehr dran gewöhnt, weil ich habe das Spiel, wo es rauskam, schon erst richtig verrückt, aber jetzt nicht geil so schlecht, weil Japaner haben ja auch, also es passt hier, Japaner und Japanisch, ja gut, sind auch Chinesen dabei, aber kommt Leute, aber wenigstens aus Asien, ich finde es ganz gut, wenn man sich dran gewöhnt hat, muss ich schon sagen, aber wenn, das dauerte schon eine lange Zeit, aber egal. So, Hot Nose ist auch down. Könnten ja mal wieder Hanbei nehmen, was man hier. So. Oh, da ist auch noch einer, den können wir auch noch gar killen, oder? Auch wenn wir mal schnell die Hydra hier ausschalten sollten. Bitte Ballista, ach komm, der nervt. Sonst haben wir den nachher noch im Rücken. Nochmal Hot Nose. Hakennase. Mann! Er hat so einen Kompass oder so als Waffe. Ist auch ziemlich lustig. Mit Klingen dran halt. Machau natürlich charakteristisch und schwer, wie er schon immer hatte. Und sie Machau natürlich sein Schwert. Und hier, wenn ihr auf Armee guckt, guck mal, wie die Armee schon geschrumpft ist. Guckt es euch an. Alles dank der lieben Hydra. Ah, ist das so asozial, diese Hydra. Mann. Ja. Das gibt's doch nicht. Ja, wo noch Profile CG ist und kann man doch nicht so viel Charge Attacks. Nur jetzt den Kompass hier um sich mal. Naja. Wie gesagt, ich habe ihn noch nie gespielt. Das ist auch mein first time mit Hanbei Takenaka. Ja. Das ist ein Geheimnis seines Erfolgs. Habt ihr schon, weil wir schon so viel gekillt haben. Fast 1000 Gegner. Oh, hätte ich es mal nur weiter geschafft, dass Maxio auch von der Hydra besiegt. Weil sind wir auf uns allein gestellt, wenn es so weitergeht. Leute, es geht ihr ab. Ist ein bisschen sehr strange, diese Welt. Das ist wirklich aussichtslos hier alles. Wir können die Hydra irgendwie auch nicht besiegen. Ihr habt es ja gesehen, weil es macht kaum Schaden. Und die ownen uns so weg. Schlangenmenschen sind einfach viel besser hier gegen unsere komischen überlebenden Söldner, die hier noch übrig geblieben sind, die nicht von der Hydra vernichtet wurden, oder jetzt auch schon teilweise fast alle eigentlich sogar. Und ja, das sieht sehr aussichtslos aus. Aber jetzt, vielleicht ist die Balliste besser. Wer weiß. Bitte, wir greifen lieber den Kopf an, den wir eben schon haben. In your face, bitch. Oh man, die Hydra geht nicht down, die Hydra geht nicht down. Ja, guckt so, ja. Egal wo ich hinschieße oder auf den Kopf geht sogar noch ein bisschen schneller runter, aber auch nicht, natürlich nicht viel schneller. Was soll das werden? Eine ganze schöne Japan und China. Der schöne Raum. Alles zerstört. Die Toren, wo Menghua. Die gelben Tourbahne mit Heijin, wo war gegen Sam. Genau, gekämpft haben, alles vernichtet. Peter ist verschlungen und in Zerstörung gestürzt und in eine Lava-Welt regiert von Orochi. Ah, das darf doch nicht passieren, oder Leute? Man muss es einen Trick geben. Und jetzt auch noch Kiyomori erschienen, der alte Knacker. Dämon, den man schon aus Orochi 2 kennt, der Orochi wiederbelebt hat als Orochi X und ja, der Orochi X hat ja die doppelte Power.
Wir müssen einen anderen Weg finden, sagt Isinacao auch schon. Rückzug und ja, okay, er will jetzt, sagt er schon, Rückzug, also wir sollen uns jetzt aus der Schlacht zurückziehen, ja, und was wird aus dem Land? Wir müssen doch das Land retten, Leute. Bitte, Mann. Können das so Land doch jetzt nicht im Stich lassen, es geht um alles. Haben wir im Dialog auch gesagt. Was wollen wir jetzt? Oh, sehr gut gemacht. Äußerst beeindruckend. Ja, Mateng, es hilft uns auch nicht weiter. Guck dir die Schlacht an. Die Map. Mateng, irgendwas zu dir genommen? Auf jeden Fall greift jetzt Kiyomori an. Kiyomori Taira! Mann! Wo ist er denn? Ein Rausfeigling. Da ist er wieder mit seiner Kette, mit seiner Dämonenkette. Und bam! Und er hat eine... Ja, er hat eine Aura. Aber er ist down. Weil wir Angriffsboss hatten, darum ging der jetzt so easy. Und ist ja nicht so easy. Erlaubt mir mich zurück. Ich werde mit vollem Leben wieder zurückkommen und wir werden den Kampf später weiterführen. Macht da schon, hä? Der kann doch jetzt. Wir haben ihn noch gekillt. Wie soll er denn wieder zurückkommen? Der hatte auch irgendwas weggenommen. Wann ist hier passiert? Alter. Die Hydra schießt uns auch mal ab mit diesem Feuerzauber. Meteor, Feuerzauber, was auch immer ist. I have returned, da ist er ja schon wieder. Der wurde wiederbelebt. Von wem denn? Von der Hydra? WTF? Kann er nicht besiegt werden? Ach, mal schau schon. Das sieht nicht so aus, als wenn er besiegt werden könnte. Setze mich wieder heraus, was sollte amüsant werden. Ja, und wir jetzt ohne Angriffsboss machen wir nicht mehr so viel Schaden, ihr seht. Ach, die Rache meiner vergessenen Kraft, ja. Ah ja, bist doch schon wieder down. Aber vanish nur, jetzt kommt er gleich wieder. Ich verpiss mich jetzt, Leute. Und ich spiel mal wieder Machau. Oh Mann, die sind alle so langsam. Ich rufe mal ein Pferd. Mit Select können wir auch ein Pferd rufen. Und wir haben auch das True Triple Musu fertig. Das ist dieser blaue Balken da. Den können wir alle angreifen lassen und das macht einen ganz kranken Schaden. Es lädt sie auf, wenn man wechselt und mit verschiedenen Charakteren im Angreifen. Das ist auch, ja, ziemlich geil. Es geht so ab, aber es benutzt, spare ich mir noch für Endboss und dann ist sie auf, ja. Der kommt halt noch nicht. Diamond Back! Diamantenrücken, Mann, der hat echt Diamanten. Oh nee, doch nicht. Man muss ihn nur treffen können. Sollte mal wieder skillen hier und nicht hier so rumfuchteln. Mal ciao, treff mal, du Honk. Okay, wir können uns hier nur durchbahnen. Oh, Daji ist auch wieder da. Kennt man auch noch, sogar von Orochi 1. Frau von Orochi. Ah, das ist schon beendet. Langweilig, das ist doch mal Spaß. Oh, so stand da, weiß ich nicht mehr. Das letzte konnte ich mal lesen. Oh, schon durch. Ja, hätte ich es mir aufsparen sollen. Ah, warum habe ich es mir aufgespart, mach ich? Na, jetzt erstmal Film. Kaguya frei. Also. Freiheit sein. Wenn das wo ist. Tja. Oh, alle Erschöpfung, wir wurden geowned und also noch mehr Dämonen. Ja, was geht jetzt ab? Hast du alles verloren? Oh Mann, scheiße, Mann. Was passiert jetzt? Ja, die Hühe auch noch, ja, ist klar. Scheiße. Lol, wo ist sie hin? Hydra? Okay. Oh, das blendet! Leute, Mann. Es geht da ab. Ich bin froh, dass sie wieder okay ist. Wer bist du, ein Art von Dämon? Mein Name ist Kaguya. Ich wurde vom mystischen Realm geschickt, um euch zu helfen. Okay. Nachdem wir sowas wie eine Hydra gesehen haben, finde ich, dass das Treffen mit dem Mystikerin nicht so schockt. Bist du in der Lage, uns zu helfen? Ja, ich glaube, ich kann das. Ja, Mann.
Für deine Stärke habe ich gefürchtet, dass du keine Chance gegen die Hydra hast. Muss in der Zeit zurückreisen und da eure Zahl erhöhen. Ich werde dir dabei helfen, das so zu tun. Ich verstehe nicht so ganz, was du da sagen willst. Ich habe versucht, das zu erklären, aber es könnte euch nur noch mehr verwirren. Versuche es, mich euch zu demonstrieren. Okay, was will ihr uns jetzt sagen? Wir sollen in der Zeit zurückreisen? Also Zeitmaschine wurde ja noch nicht erfunden. Also soweit ich weiß, jetzt kriegen wir Waffen wie in jedem Dynasty. Ja, oder Warriors Orochi, Dynasty Warrior, wie auch immer. Yo! Und jetzt kommen wir ins Camp. Da mache ich mal die klassische Musik an. Ja, jetzt kommen wir ins Camp. Ich zeige euch noch das Camp und dann, ja, beende ich den Part. So, ja, der erste Part ist natürlich länger, ist klar. Hier ist der Waffenhändler, hier können wir neue Waffen kaufen. Für jeden Schaden im Wald, den wir gerade haben. Wir können Waffen verschmelzen, um halt die Effekte auf einer anderen drauf zu kopieren. Und wir können Lottery-Tickets, die kriegt man manchmal nach einem Kampf und die können wir auch einlösen, kriegen wir halt zufällige Waffen. So viel hierzu. Ja, man kann natürlich auch mit manchen Typen reden, die hier rumlungern. Die haben halt eine Beziehung zu einem Charakter, den man gerade ausgerüstet hat. Ihr seht, hier ist Kanetsugu schon als viertes. Das hat halt eine Beziehung zu Machao und darum steht er hier. Hier können wir im Teehouse können wir halt die Beziehung zu Offizieren halt besser machen. Hier zum Beispiel Bankett zu allen Offizieren die Beziehung erhöhen. Ja. Und dann sieht das so aus. Kriegen alle halt mehr Beziehungen. So. Hier kann man was online machen mit anderen Spielen, glaube ich. Ich spiele online PlayStation nicht. Pech gehabt, das kann ich euch nicht erklären. Und ja. Hier könnte man dann theoretisch wieder in nächste Schlacht. Und ja, das war's auch. Ah, nee. Hier gibt's halt Select. Hier kann man halt Select Team. So viele Chars gibt's. Das ist eine Vielzahl, ich weiß. Und ja. So viel. Egal. Nächstes Mal geht's weiter, Leute. Ich freue mich richtig auf dieses Let's Play. Und ich hoffe, ihr auch. Es wird noch epischer. Also das fing ja schon richtig strange an. Wir hatten überhaupt keine Chance. Die Ballista hat keinen Schaden gemacht. Wie schlimm soll das noch werden? Soll das ganze Land zerstört werden? Guckt euch doch nur dieses Camp hier schon an. Hier ist auch schon alles in Schutt und Asche und die Lava kommt auch schon überall hinaus. Wie soll das bloß weitergehen? Vielleicht tanken wir etwas mehr Hoffnung im nächsten Part. Also bis dann, Leute. Schaltet auf jeden Fall wieder rein. Und ich würde sagen, man sieht sich dann wieder.